Nennen wir es den Chrono Trigger. Es ist reines Potenzial. Indem es einen bestimmten Ereignisverlauf auslöst, kann es einen großen Einfluss auf die Zeit nehmen. Willkommen zurück zu Let's Play Chrono Trigger. Wir sind in der letzten Folge auf diesen düster Ohm gewesen, haben da knallhart verloren. Und deswegen werden wir in dieser Folge noch nicht dahin gehen, sondern ganz kurz ans Zeitende. Weil es gibt da noch diesen Kaspar. Und das ist eben dieser Opa, der am Zeitende ist. Und da muss doch irgendwas passieren, vor allem wenn wir jetzt Margus im Team haben. Aussteigen. Mal gucken. Vielleicht auch nicht. Erstmal heilen. Speichern können wir auch. Das Zeitei. Hey, wo ist der gesunde Junge mit der radikalen Frisur? Nun ja. Das sind üble Neuigkeiten. Ich kann euch nur dieses Lied geben. Es heißt Erinnerungen an Tex. Ich wünschte, ich könnte etwas tun. Wir suchen den Guru der Zeit. Der Guru der Zeit? Habe von ihm natürlich gehört. Aber was möchtet ihr von ihm? Er weiß, wie wir Tex zurückbringen können. Geliebte Menschen zurückholen. Alle möchten das. Tex kann auf Freunde wie euch stolz sein. Pustekuchen. Hey! Was ist los? Hier, nimm dies. Was mag da dies sein? Mich dünkt, ein Ei? Nennen wir es den Chrono Trigger. Es ist reines Potenzial. Indem es einen bestimmten Ereignisverlauf auslöst, kann es einen großen Einfluss auf die Zeit nehmen. Fragt denjenigen, der Chrono gemacht hat, wie es auszubrüten ist. Wie jedes Ei repräsentiert es eine Möglichkeit. Entweder etwas schlüpft oder nicht. Aber der Chrono Trigger verleiht euch das Potenzial, euren Freund zurückzubringen. Das Ergebnis wird den Bemühungen eurer Suche entsprechen. Nicht mehr, nicht weniger. Vergesst das nicht. Solange ihr Tex in euren Herzen bewahrt, kann der Tag eurer Träume wahr werden. Ich wette, du bist es, nicht? Sekunde mal. Bist du Kaspar? Der Guru der Zeit? Tja, so hat man mich wohl genannt. Vor langer Zeit. Ein Chrono-Trigger erhalten. Ja, alles schön und gut, aber ich weiß immer noch nicht, wie man den guten alten Tex zurückbringt. Chrono-Trigger, was sagt denn hier? Chrono-Trigger. Sagt gar nichts, das ist einfach nur das Ei. Können wir eigentlich fette Magie lernen? Oh, der hat sich verändert. Hey, wo ist der rote Spanky abgeblieben? Einen seltsamen Fang habt ihr da gemacht. Er ist Schatten und kann mir vielleicht noch etwas beibringen. Hi, wollt ihr ein bisschen üben? Ja. Gut. Ja, aber was heißt denn üben? Ich dachte, ich lerne jetzt eine Fähigkeit. Oh, kann ich nicht abbrechen? Ich habe jetzt schon keine Lust zu kämpfen. Der arme Fref, der hat eins auf die Glocke bekommen. Kriegt man hier eigentlich was, wenn man übt? Also üben wollte ich eigentlich nicht. Ich übe jetzt so lange, bis ich einfach krepiere, weil ich habe jetzt keine Lust da. Wow, das muss wehtun. Ich mach nochmal. Mach mal Eis. Und nochmal Gletscher, weil Gletscher und extrem rein. Der Margus kackt gleich ab. Der Arme.
Ja gut, jetzt haben wir einen Chrono-Trigger, aber die Frage ist, wo müssen wir jetzt hin? Soll man das nochmal versuchen? Mit dem Düster oben oder nicht? Weiß es nicht. Aber es war schon hart. So eine lustige Musik. Komm, jetzt machen wir mal noch Gewitter. Dann haben wir alles mal ausprobiert. So, du blöder Speckio, hier hast du dein Gewitter. Hey, wir haben ihn besiegt. Ah, das hat vielleicht genervt. Hauf, mach das nicht zur Gewohnheit, hier für euch. Speckios Gesundheitsmenü, eine Magiepille und 5 Äther voll erhalten. Ich bin der Meister des Krieges. Puh, manchmal jage ich mir selbst Angst ein. Und was ist Speckios Gesundheitssnack? Hey, ich krieg manchmal Sachen. Das wird mir niemand glauben, wenn ich dem das erzählen würde. Speckios Gesundheitssnack. Ja, das ist irgendwie nicht am Start. Oder ich hab's übersehen, aber ist mir jetzt auch egal. Oder aber das ist eine Waffe, was ich mir aber nicht vorstellen kann. Der trägt den Todeshelm. Richtig cool. Amulett. Was macht ein Amulett? Erhält Status. Okay. Achso, da kann ich verwirrt werden oder so ein Quatsch. Ja, das ist cool. Ja, meine Lieben, ich werde jetzt nochmal versuchen, gegen das Düster oben zu kämpfen. Aber ich bin da ein bisschen überfragt. So, reiß raus vom Zeitende in die dunkle Ära. Und da mal gucken. Vorwärts. Wäre halt schon cool, wenn ich das besiegen könnte. Ansonsten muss ich irgendwie trainieren oder so. Da ist es auch schon. Was ist das eigentlich für eine Höhle? Was gibt's hier? Höhle. Ach, die Höhle ist da so ein Zeitwarp. Wo bringt mich das hin? Höhle. Ja, aber ich will es auch ehrlich gesagt gar nicht so richtig wissen, weil ich habe so das Gefühl, es bringt mich nur ans Zeitende. Düster oben. Also nochmal hier drauf. So, diesmal schalten wir das direkt mit einem Gewitter aus. Hey, die greifen sich gegenseitig an. Irgendwas ist da kaputt. Ja, okay, das war natürlich eine schlaue Kombination. Ja, muss jetzt jeder angreifen? Nee, ich dachte schon. Ey, das hätte mich jetzt genervt. So. 1000 abgezogen. Margus, der alte Leader. Lili hat irgendwas gelernt. Okay, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt losgehen, heilen wir uns nochmal ein bisschen. Bin ich gut ausgerüstet? Soll ich wechseln? Ich möchte wechseln. Xalia möchte ich gerne im Team haben. Hallo zusammen, da bin ich wieder. Oh, süßer Mann, wer bist du? Ich bin Margus, und du? Xalia, die Hübsche. Die Hübsche aus Russland. Okay, gehen wir. Schön, wieder hier dabei zu sein. Hey, wie ist das? Narren, kapiert es immer noch nicht? Wir sind unsterblich. Wer mit Lavas will mal leben, der die Erde im Schlaf aufzehrt? In knapp 14.000 Jahren wird Lavas genug Energie besitzen und herrschen. Das Düster oben ist ein Pfad zu Lavas. Es ist ein Heiligtum, welches uns mit unbegrenzter Macht ausstattet. Solange der Mächtige regiert, sind unsere Träume hoffnungslos. Und da haben wir den wieder. Ein Kabuteriumon. Ihr sollt euch den mächtigen Lavas abfahren. Wie kann man das Vieh am besten besiegen? Oh, was ist das? Das ist nicht gut. Was macht Venusfalle? Irgendwie ist der Popo stärker, oder? Oh, nicht immer diese Verwirrung.
Okay, starten wir mit einem Gewitter. Ey, wenn die verwirrt sind, ich hätte denen echt irgendwas geben sollen, damit die nicht verwirrt sind. Aber so sollte es nicht laufen. Okay, schnell Gewitter hinterher. Los geht's. Tja, perfekt. Mutantengas, oder was war das? Okay, ich bin wieder bereit. Bereit für Kampfgas. Ha! Sehr gut. Okay, Vorsicht. Okay, jetzt gibt's erstmal ein Gewitter. Schwertchen! Hey! Wow, das war ziemlich stark. Und nochmal Katze, Katze, Kampfkratze. Ey, wir müssen echt irgendwas anderes machen. So ein Doppeldeck oder sowas rein, aber so kommen wir nicht weit. Boah, saug dem doch nicht. Okay. Wenigstens waren es nur 7, nur. Ja, aber das sind so blöde Attacken, die ich irgendwie kann. Finde ich. Oh ja, geil! So stark ist er dann doch nicht. Jetzt haben wir nur noch diesen Wischmob. Ah, so, ne? Hey, was soll das? Hey, blauer Mann mit blauen Haare, mach was! Ja, pass auf! Hey, das wird knapp. Wir sollten nichts riskieren, aber tun es trotzdem. Gewitter. Ja, das war super. Tja, aber das war schon ein harter Kampf. Aber richtig hart. Moment. Tex. So, das ist immer wieder voll. Aber ich glaube, die Kombination, mit der wir kämpfen, ist ein bisschen scheiße. Also die drei, die ich gerade auf dem Feld habe. Was soll der Kinderkram? Ja. Schön, dass du dich zeigst. Kampf gerade sich stark. Mein Säbel bringt bei dieser Stärke nichts. Die Verteilung ist viel zu hoch. Zeig dich! Hey, hallo! Komm schon. Hey! Bleib weg mit deinen Pupskissen. Der soll stark sein, aber er sich nicht zeigen. Warum nicht? Komm schon! Hab dich doch nicht so. Okay, wir warten ab. Früher oder später wird er sich zeigen. Das dauert mir viel zu lang. Da ist er! Schnell! Endlich! Ha, gut gemacht, Lily. Hui. Ja, aber da geht so viel KP flöten ständig. Okay. UFOs. Wir brauchen echt Erfahrungspunkte. Wir kämpfen jetzt gegen UFOs, gegen allen. Gegen den ganzen Kram, der da kommt. Kampfkratz. Ah, die halten schon einiges aus. Über 1000 mindestens, schätze ich mal. Okay, dann ist weg. Vorzüglich. Ja, ziemlich stark dieser Martello. Martello von Mattel. Okay. Das ging doch mal gut.
Ich habe so das Gefühl, dass ich mich echt nach jedem Kampf heilen müsste. Was zum Teufel? Was sind das für Grizzly-Hühner? Grizzly-Hühner? Was sind das für Viecher? Okay, ich hoffe, ihr habt eine Gewitterschwäche. Los geht's! Na, was? Verdammt. Das ging mächtig in die Hose. Hey, was sollen wir tun? Ich habe Angst. Es ist ein Goon. Die Viecher heißen Goon. Zwei Goons. Das hat ein Gewitter für eine Schwäche. Ja, alles klar, ey. Mach ich auch mal Eis. Bevor ich mit Gewitter wieder diese Viecher heile. Wie wir halten die aus? Hilfreich! Hier, was soll das? Lasst ihr mich jetzt alleine? Aua! Na warte! Oh, zum Glück ist der eine weg. Bin ich beruhigt. Hey, warum sind die so stark? Muss ich mich jetzt nach jedem Kampf heilen? Oh, scheiße. Schnell. Ich muss noch zum Zug kommen, bitte. Nein! Ja! Nein, ich bin verwirrt. Scheiße, ich verliere den Kampf. Mein Leben. Oh, scheiße, jetzt hängt's auch noch. Ja, nicht angreifen, du musst schützen. Schützen musst du dich. Weißt du was, jetzt kämpfe ich noch. Ja, oh, toll. Leute, das wird so hart in der Kacke hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Meine Lieben, danke fürs Zusehen. Bis dann. Oh, Xelia nicht getroffen. Warum nicht? Sehr gute Ausweichmanöver, diese Handlanger. Ich treffe auch nicht, obwohl ich nur einen Meter davor stehe.